Willkommen bei SK Autopflege zu einem neuen Video, heute über den Würth Felgenreiniger. Hab meinen Kollegen mitgebracht, ist der neue mit Farbindikator. Dann probieren wir mal aus, ist zum Sprühen. Ich weiß gar nicht, ob Schaum oder Spray rauskommt. Das sehen wir gleich. Wir probieren es hier auf von der Felge von die Fuße aus. Man sieht es, die ist schön zerballert. Also da ist richtig Material drauf. So. Ich sprühe mal das Ei, dann gehen wir mal mit normalen Gartenwasserschlauch drüber, weil das ist für mich wichtig, weil Hochdruckreiniger, ja, hat nicht jeder zu Hause und ich denke, mit so einem Gartenschlauch hat jeder, deswegen machen wir den Test mit dem Gartenschlauch. Also legen wir los. So, jetzt spritzen wir mal die Felge hier ein. Schauen wir mal, was rauskommt. Schaum oder Spray. Ah, das ist mal geil. Das ist mal ordentlich. Guck auf der Dose. Also auf jeden Fall Handschuhe anziehen, nicht so wie ich, weil das bitzelt schon schön, also mein ganzer Arm bitzelt, also da ist ordentlich Material drin. Mal kurz was zum Produkt. Anwendung, eine Felge aus geringem Abstand, ca. 15 bis 20 cm gleichmäßig einsprühen, je nach Verschmutzungsgrad 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Nach dem Aufbringen ist der Felgenreiniger gelb-grün. Ist der gelb-grün? Ja, kann sein. Ja, doch so gelblich, das ist Metanilla. Ne? Während der Lösung des Schmutzes verfärbt sich das Gel rötlich bis dunkelviolett. Anschließend mit starkem Wasserstrahl oder mit Hochdruckwaschgerät, nehmen wir jetzt nicht, gründlich abspülen. Jo, das machen wir jetzt mal. Ne? Ich weiß gar nicht, ist das säurehaltig? Ich denke schon, oder, wenn das Zeichen drauf ist. Jetzt warten wir 5 Minuten, warten, gucken wir, was mit der Felge passiert. Wann ihr wollt, dann lassen wir das gerade einen Zeitraffer laufen, dann seht ihr, wie sich die Farbe verändert. Also wie man sieht, es sind 5 Minuten rum, der färbt sich schön um, also dann seht ihr, dass der auch wirkt. Also richtig schön sattes Nilla, 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 Villa, also kommt richtig geil, das ist ein Lack. Und jetzt hauen wir mal den Gartenschlauch hier drauf. So. Direkt drauf, aber er geht Finger runter, seht, wenn er jetzt noch eine Lappe drüber fährt, dann schon mal mit der Hand ein bisschen drüber geht, also ist nichts mehr Festes drauf, irgendwo mit der Hand drüber, ich habe gerade keine Lappe da, ein bisschen Wasser drauf, macht er eben mit der Lappe, dann ist die Felge sauber. Also einwandfreie Sache, ich zeige jetzt euch noch eine Zeitrafferaufnahme von der anderen Seite. Dann seht ihr mal vom Sprühgang bis zum Schluss, wie das Zeug einwirkt. Ich verabschiede mich. Geiles Teil. Auf jeden Fall vom Sprühen. Ihr kennt es ja selber mit dem Pumpen die ganze Zeit. Da muss man ziehen. Dann ist die Flasche, geht so viel hin und rein. Es ist cool. Also da ist ordentlich Druck drauf. Ich habe keine Ahnung, was es kostet. Das sagt euch der Achi dann, wo er das kriegt, wann er es überhaupt kriegt. Weil Würth ist immer so eine Sache. Ne? Meist gewerblich. Also jetzt kommt eine geile Aufnahme für euch. Zeitrafferaufnahme. Bis zum nächsten Video. Ciao. Also ihr habt es gesehen, geiler Felgenreiniger. Wenn ihr ihn kaufen wollt, auf Amazon gibt es den. Für 23,90 ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu teuer. Aber dafür top Produkt. 23,90, der Link in der Videobeschreibung. Und es ist säurefrei. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen machen um eure Felgen. Also, wir verabschieden uns hier damit, hiermit. Und wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao.